Hallo meine Lieben, lasst euch herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich freue mich hier aus der Urlaub euch zu begrüßen zu dürfen und hier noch ein paar Gedanken loszuwerden, um uns auch zu erbauen und zu ermutigen. Ja, es ist herrlich eigentlich mit Gottes Wort, sag mal, umzugehen und damit zu leben. Es ist wirklich eine Freude, aber die größte Freude ist, immer mehr Erkenntnis zu haben, immer mehr den Herrn erkennen, seine Wille erkennen, seine Größe, seine Macht, seine Liebe und die umfangreiche Sieg des Herrn Jesus Christus, des einzigen Sohn Gottes. Ja, es ist halt ein bisschen für mich so umständlich, denn natürlich, ich habe hier nicht so die Möglichkeiten wie zu Hause mit Tisch und Kamera richtig, aber ich hoffe, ja, dass das auch ausreichend wird. Meine Lieben, in dem letzten Video habe ich über das Geheimnis Christi ein bisschen angeschnitten und ich habe gesagt, dass der Tod ein Geheimnis war und ich möchte über dieses Geheimnis Christi reden, was das eigentlich ist und wie wir das verstehen sollen. Denn der Tod Jesus war in dem Sinn so kein Geheimnis. Ja? Wir sehen in der ganzen Alten Testament wird ja natürlich darüber schon prophezeit. Auch in Daniel 9 wird gesagt, ja, dass der Messias ausgerottet wird und nichts hat. Ja? Dass er unser Leid trägt und also Israels Leid trägt, Krankheiten trägt und. Wenn der Tod kein Geheimnis ist, was ist dann das Geheimnis? Der Tod in sich ist in dem Sinn nicht das Geheimnis, sondern was dieses Tod mit sich gebracht hat. Ja. Es ist in der Bibel für uns oft nicht, wie soll ich sagen, wir merken da nicht auf, und einen Unterschied zu stellen zwischen Errettung und Erlösung. Doch für mich gibt es große Unterschied. Warum? Schließlich könnte man sagen, Errettung und Erlösung ist dasselbe. Aber für mich ist aus dem Wort Gottes betrachtend nicht gerade dasselbe. Das ganze Alte Testament spricht über Israel. Die Offenbarung, die 70. Jahrwoche, spricht über Israel. Und wir wissen, dass das, was prophezeit worden ist für Israel, ist der Erretter. Nicht der Erlöser, sondern der Erretter. Der Israel aus der Hand seiner Feinde errettet. Auch wenn durch eine Erlösung, durch das Blut des Christus, aber es ist Errettung aus der Feindschaft des Heidennationen, also die Feinden Israels, aber auch die Errettung aus der Macht des Himmlischen, also den Dämonen, des Teufels, der Sünde und so weiter. Die Erlösung
ist aber das, was Paulus sagt, wie zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 14, in diesen haben wir die Erlösung. Erlösung ist etwas mehr als nur errettet zu sein. Und über diesen Unterschied möchte ich ein klein bisschen reden mit euch, denn es ist wichtig. Wer ist eigentlich Jesus? Jesus ist der Löwe aus dem Stamm Davids, also es gehört zu Israel. Jesus ist derjenige, der kommen wird, Israel befreien wird, Israel wieder aufbauen wird und das Reich wird kommen auf diese Erde, in dem dann Israel wohnen wird, auf in den verheißenen Land, was Gott schon Abraham verheißen hat. Wir können so diese Errettung so auch sehen, wie Abraham zum Beispiel als Lot und die Könige Sodoms, Gomorra und so weiter in Gefangenschaft geraten. Und dann geht Abraham hin, errettet dadurch, dass er die Feinde, ja, die Lot und die Könige mitgenommen haben, samt Menschen, Tier, Vieh und so weiter. Errettet sie aus der Hand des Feindes und gibt ihnen die Freiheit zurück. Ja, das ist dann auch so, dass Lot und eigentlich die anderen Könige, die befreit worden sind, erkennen Abraham als Retter. Und dafür hätte man eigentlich den Zehnte und so weiter bezahlen müssen, ein Teil aus dem, was sie besitzen, hätte Abraham gehören sollen, doch Abraham nimmt das nicht an. Genau auch so, wie Jesus nichts von den Menschen nimmt, sondern er gibt ihnen ein neues Herz, er gibt ihnen die Gebote in ihrem Herz, einen neuen Namen auf ihren Stirn und ihren Herz. Und so weiter und so fort. Das ist eine Errettung. Und für diese Errettung musste natürlich Jesus geopfert werden. Warum? Weil die Forderungen Gottes waren das Erfüllung des Gesetzes. Und da Israel die Erfüllung des Gesetzes nicht vollbracht hatte, vollbringen konnte, ja, wurde er auch von den himmlischen Mächten, also von, weil der Teufel ist auch eine himmlische Macht, ja, es ist auch aus der Himmelwelt. Deswegen sagt Paulus, wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, immer noch, ja. Trotz Tod und Auferstehung Jesus Christus, ja, wo wir sagen, oh, er hat gesiegt. Nein, er hat erstmal jetzt sie entwaffnet. Wenn ihr Kolosserbrief liest, ganz deutlich, sagt er hat sie entwaffnet. Er hat sie lahmgelegt. Die haben keine Macht eigentlich mehr, mit dir zu kämpfen. Warum? Weil du auch unter Gottes Schutz bist. Ja. Die Tatsache ist, dass Jesus als Retter Israel hat die Anforderung Gottes erfüllt. Deswegen sagt Paulus in Römer 10, glaube ich, Vers 3 oder 4, ja, dass Jesus ist das Ende des Gesetzes, denn Jesus hat dieses Gesetz erfüllt, damit die Anforderung Gottes erfüllt und ja und dadurch hat er auch den Feind
entwaffnet. Warum? Weil Paulus sagt uns im Römerbrief ganz deutlich, ja, dass durch das Gesetz wurde die Sünde offenbart. Und durch das Gesetz, was Gott gegeben hat, hat er Macht, die Sünde den Menschen zu verklagen, zu verknechten, zu binden. Ja, also das Gesetz war der Weg der Sünde, den Menschen zu binden, zu verknechten, zu in seine Macht zu nehmen. Und genau auch der Tod. Ja, weil die Anforderung Gottes wurde von den Menschen nicht erfüllt, konnte auch nicht wegen des Fleisches und Bluts, wegen der Sünde in dem Fleisch. Und das hat Jesus vollbracht. Deswegen ist es auch das Ende des Gesetzes, Jesus Christus, ja, weil er es in Fleisch und Blut erfüllt hat und damit den Feind entwaffnet hat. Bei der Errettung sehen wir ganz deutlich, dass Jesus stellt Forderungen. Denn Jesus sagt Israel, dass wer glaubt an mich und meine Worte tut, ja, wer sich selbst verleugnet, wer mir nachfolgt, wer mit Hingabe, Ausdauer, ja, ihm nachfolgt. Und das in dem Sinn ist auch nicht das Geheimnis. Das Geheimnis eigentlich ist das Leib des Christus. Das Leib der Christus ist eigentlich aus einem Erlösungswerk, aus dem Ratschluss Gottes, wo Gott selbst, deswegen sagt Paulus, der Glaube ist nicht von euch, ist ein Geschenk, wo Gott selbst zieht zum Sohn, ja, und dieses Leib des Christus wird durch den Geist erbaut und für die Erbauung dieses Leibes war Paulus der einzige Apostel und Diener, wie er auch im Kolosserbrief, aber nicht nur im Kolosserbrief, ganz deutlich ausspricht. Wir sehen, dass der auferstandene Christus, ja, der auferstandene Christus ist eigentlich der Erstgeborene Israels. In erster Reihe, Jesus ist der Erstgeborene Israels. Er ist der Hohepriester Israels. Und natürlich, er verlangt da auch Nachfolge und in dieser Nachfolge bietet er die Reinigung durch sein Blut, ja, und die Errettung in dem tausendjährigen Reich und auf der neuen Erde. Also die Errettung Israels ist eine Errettung, was hier auf der Erde passiert, in den kommenden Reich. Deswegen reden wir über zwei Evangelien. Evangelium der Errettung durch den Glauben und die Erlösung durch den Glauben. Beide haben den Glauben, beide haben den Kreuz als Grundlage. Aber die Erlösten gehören der Himmelwelt, die Erretteten der irdischen, dem tausendjährigen Reich. Das Geheimnis eigentlich ist das Leib selber, das Leib des Christus. Das Leib, der aus den ganzen Nationen
Deswegen ist diese nach Christus, nach dem Tod Christi, bis zu der Entrückung, ja, bis zu der Entrückung ist die Zeit der Nationen, das sagt Paulus sehr deutlich, wo durch sein Evangelium, durch das Evangelium des Paulus, was er natürlich vom Herrn erhalten hat, ja, das Leib des Christus erbaut wird. Ja, in Kolosser 1, 18, es schreibt hier in 1. Kolosser, Vers 18, ferner ist er das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus dem Toten. Er ist in aller Beziehung der Vorrang haben, der Erste. Ja? Und genau das ist das Geheimnis, dass das Leib gehört dem Christus. Es ist das Eigenleib des Christus. Und somit sind wir in Gott drin. Und somit haben wir die Erstgeburtschaft des Geistes, das heißt, wir haben das Erstgeburtsrecht über die ganze Schöpfung. Nicht nur über Israel. Die 144.000 sind Erstlinge aus Israel. Jesus ist in dem Sinne Erstgeburt, ist der Erstgeborene aus Israel. Ja? Und all das in Jesus ist die Errettung für Israel und natürlich in den 1000, in der 70. Jahrwoche auch für die, die eigentlich den Namen des Herrn dann anrufen und den Antichristen widerstehen. Die haben denselben Weg, die Gebote halten, aber der Sabbat und so weiter, die werden dann auch errettet, ja, weil sie ausgeharrt haben bis zu Ende. Ja, und natürlich denen steht Gott auch bei. Aber bei der Erlösung ist es so, dass Paulus sagt, wir sind eigentlich in ihm. In Kolosser 1, möchte ich mal weiterlesen, ab Vers 19. Denn es war Gottes Ratschluss in ihm und durch ihn, na, Moment, denn es war Gottes Ratschluss in ihm, die ganze Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, nachdem er sie durch sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gestiftet hat, durch ihn zu versöhnen, sowohl das, was auf der Erde, als auch das, was im Himmel ist. Was ist auf der Erde? Auf der Erde sind diejenigen, die in den tausendjährigen Reich gehen, die Erretteten durch den Namen, durch den Glauben, durch die Nachfolge. Und die, die im Himmel sind diejenigen, die in Leib gehören. Und das sind wir. Und diesen Unterschied merken viele nicht. Errettung und Erlösung wird in einen gestellt. Und weil man sagt, ja, wir sind ja auch erlöst, also auch Petrus sagt, ja, teuer erkauft, also erlöst. Nein, ich würde da ganz fest den Unterschied stellen, denn genau das macht auch das Geheimnis des Christus aus. Als Jesus gelebt hat, ja, haben die Feinde, auch sowohl der Teufel, der wusste, dass er Gott, Sohn Gottes ist, auch die Dämonen wussten, dass er Sohn Gottes ist und dass er der Christus ist. Aber die haben nie gedacht, dass der Tod ein Sieg wird. Damit hat niemand gerechnet, nicht die Engelwelt, nicht die dämonische Welt, niemand. Das war ein Geheimnis. Ja? Und aus diesem Geheimnis hinaus wurde auch das Leib. Und bei dem Leib ist etwas, was viele nicht sehen. Das Leib ist nicht der Nachfolger.
sondern das Leib ist in ihm. In Kolosser 2, ab Vers 6 ist es deutlich geschrieben. Ich möchte hier ab Vers 4 lesen. Ich sage dies aber, dass niemand euch durch Überredungskünste täusche. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist nach bei euch gegenwärtig und sehe mit Freuden und festgeschlossenen Kampfstellung den gesicherte Bollwerk eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen, kennengelernt, so wandelt nur auch in ihm, nicht nach ihm, ja, sondern in ihm, ja, bleibt in ihm festgewurzelt und baut euch in ihm auf. Merkt ihr einen Unterschied? Nachfolge ist nicht in ihm, sondern für ihn, nach ihm. Er ist der, der vorne geht. Das Leib ist in ihm. Es ist sein Glied, sein Eigentum, sein Körper. Es ist ein gewaltiger. Und genau das ist das Geheimnis, was von Anfang an aufbewahrt worden ist. Deswegen sagt Paulus, wenn die erkannt hätten, ja, dann hätten sie ihn nicht umgebracht. Weil dieses, wie soll ich sagen, das Leib und diese Gnade, was die Heiden und die Nationen heute haben, ja, berufen zu sein in seinen Leib, ja, etwas Gewaltiges. Deswegen können wir und werden wir auch über Engel richten, weil wir in ihm sind und dadurch sind wir die Erstlinge über alle Schöpfung, nicht nur über Israel. Das ist das Geheimnis. Das ist etwas, wo auch nicht Engel einen Blick hatten, ja, und es ist ein großes, gewaltiges Unterschied, ja. Und bleibt in ihm festgewurzelt, baut euch in ihm auf und werdet fest im Glauben, wie ihr unterwiesen worden seid, und lasst es an euch reichliche Danksagung nicht fehlen. Gebt wohl Acht, dass niemand euch einfängt. Ja, dass dieses Vorrecht, was wir in Christus haben, dass euch niemand ausredet. Diese Erlösungswerk für den Leib, was Gottes Ratschluss vollbracht hat im Sohn Jesus Christus. Ja, dass das euch niemand wegnimmt. Deswegen brauchen wir die Rüstung, was der Herr hat. Die Waffenrüstung auf Epheser 6 sind die Waffenrüstung, was auch Jesus Christus hier auf der Erde getragen hat. Das war Glaube, das war Wahrheit, das war Demut, Dienen und. Und was Jesus Christus anhat, müssen wir auch anhaben. Ja? Und deswegen ist in das Evangelium, was Paulus gegeben worden ist, gesagt, wir müssen mit ihm sterben. Ja? Und wir haben die Erbschaft im Himmelreich. Wir sind himmlische. Deswegen trachten wir das, was oben ist, das, was den himmlischen ist. Ja? Und wir haben mit diesen irdischen nichts zu tun. Ja? Wir leben zwar hier, wir kämpfen zwar hier, aber wir wissen, dass wir nicht von dieser Erde sind. Wir sind nur übergangsmäßig da, bis der Herr uns holt. Das Leib ist ein himmlisches Wesen. Das Leib des Herrn ist nicht irdisches Natur. Israel bleibt aber irdisches Natur. Die Erretteten bleiben des himmlischen Natur, des irdischen Naturs. Sie gehen in das tausendjährige Reich rein. Sie gehen auf die neue Erde und neuen Himmel rein.
Und wir sind aber überall. Ja? Und diese erste Botschaft, was auch hier in Kolosse 1 und 2, das, was der Herr eigentlich, dass er über alles die Fülle des Ganzen ist, das sind wir auch im Herrn, weil wir sein sind, weil wir in Gott sind, ja, und weil wir aus Gott geboren sind. Deswegen sagt Paulus in Römerbrief ganz deutlich, wir sind nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus dem Willen Gottes geboren. Ja. Diese Unterschiede wollen leider viele auch nicht sehen. Und, aber es ist gut, die zu sehen, denn dann haben wir auch kein Problem mit das Thema Entrückung, Entreißung von hier. Ja, das ist der kleine Knabe, der mit eisernem Stab alles, nicht nur Israel, sondern alles. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr mich verstanden habt, ob ihr meine Gedankenlinie, das, was ich eigentlich sagen möchte, verstanden habt. Es ist natürlich Errettung, Erlösung, das muss gleich sein. Ich möchte hier dennoch einen Unterschied tun. Ja? Natürlich auch Erlöste sind in einer Art und Weise auch errettet. Ja? Ja? Aber wir wissen, wir sind aus der Knechtschaft erlöst. Ja? Die Waffen des Feindes sind weggenommen und der Feind hat keine Macht über uns. Meine Lieben, der Herr sei gepriesen dafür. Und vergiss nicht, in welche Gnade Gott uns gesetzt hat. Ja. Und vergiss nicht, wir sind himmlische Wesen. Wir leben und unser Reich, unser Erbschaft und alles ist beim Vater aufbewahrt. Ist schon da. Ja? Es ist so ein bisschen so gleich, wie man sagt, kommt nach Polen ins Urlaub, denn euer Auto ist schon da. Ja? Aber nur Gott ist, hat es nicht gestohlen, sondern Gott ist das Eigentum, aber ja, dass man das so ein bisschen vielleicht versteht. Ja, meine Lieben, lasst uns den Herrn loben und preisen für diese Gnade. Ja. Seid reich gesegnet und bewahrt. Der Herr kommt wirklich bald. Lasst eure Häupter nicht hängen. Wir sind reich Gesegnete in diesem Leib. Alle, die mit Christus gestorben sind, sind auch auferweckt und leben schon in den himmlischen Bereich und sind Erben. Und sind Erstgeborene der ganzen Schöpfung in den Christus.